Heute zeige ich euch einen wunderschönen Koi-Bestand, einen wunderschön angelegten Koi-Teich und eine ausbaufähige Filteranlage. Moin Leute und herzlich willkommen zu Teich und Garten for You, eurem YouTube-Koi-Blog. Heute an einem wirklich tollen Teich. Hier gibt es so viele Details zu entdecken und ich finde, das alles ist auch super arrangiert. Deswegen habe ich das Video auch genannt, alles im Einklang. Und im Einklang kommt das Ganze meist, wenn die Teiche nicht so eckig sind. Und dieser Teich ist eine Art Freiformteich. Wurde also hier mit verschiedenen Ausbuchtungen und Tiefen und flachen Zonen in den Garten integriert. Und drumherum hat man sich wirklich ein kleines Paradies geschaffen. Hier gibt es auch viele Grünpflanzen, die auch super gepflegt aussehen. Und auch einige eingelassene Steine am Rand, die schon schön mit Moos bewachsen sind. Auch das immer super interessant fürs Auge und lässt so einen Garten und so einen Teich natürlich auch immer gleich ein bisschen älter und eingewachsen wirken. Die kleine Bucht auch super geil anzuschauen, wo der Wasserfall hinten am Ende sitzt. Und heute, an diesem Tag, wo ich das gefilmt hatte, hatte es fast 23 Grad Wassertemperatur. Also auch wieder ein Video aus dem Jahr 2022, das ich euch jetzt erst ausstrahle. Hier an dieser Unterwasserpflanze hat man die Belüftung eingebaut. Auch das clever gelöst, wirkt kaum störend, fällt kaum auf, aber sorgt letztendlich für einen super Sauerstoffeintrag. Der Bestand besteht aus vielen verschiedenen Varietäten, aber alles auch Fische, die schon eine stattliche Größe erreicht haben. Die stehen auch gut im Futter und wie ihr sehen könnt, zieht auch der Skimmer ordentlich, was für eine eigentlich gute Umwälzung in Betracht der vorhandenen Hydraulik spricht. Und egal wie man es dreht und wendet und wo man sich um den Teich befindet, hier gibt es so viele schöne Perspektiven. Ich habe wirklich einige Stunden hier vor Ort verbracht, um für euch viele tolle Videoaufnahmen hier bei dieser Nachmittagssonne zu machen. Und ich bin selber immer erstaunt, wenn ich dann zu Hause sitze und die Videos schneide, was da so bei rauskommt. Also mir gefällt es eigentlich sehr, sehr gut, dieser Garten. Und hier gibt es auch eine schöne Liegefläche, die überdacht wurde. Und daneben gleich wieder ein wenig Deko, Steinlaternen, Bambus, Bonsai. Hier gibt es also wirklich aus jedem Betrachtungswinkel einiges zu sehen. Und jetzt schauen wir uns mal die Filtertechnik an. Die Filterung ist auch an diesem Teich, wie eigentlich an jedem Teich, etwas Besonderes. Denn hier hat man eine Pumpenkammer, wo Bodenablauf und Skimmer ankommen. Und von hier wird es dann hochgepumpt zum Vorfilter. Der Vorfilter ist ein großer Trommelfilter der Marke Inazuma. Inazuma steht für Qualität Made in Germany, also in Deutschland. Und das Ganze in V4A Edelstahl. Ich habe ja so eine Kiste auch bei mir zu Hause und ist halt eigentlich echt eine super geile Qualität, da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Und dieses Gerät hat gleich eine angeschlossene Biokammer, die mit bewegtem Filtermaterial mit Filterkörpern befüllt wurde. Die Biologie wurde dann mit der Zeit nochmal erweitert. Man hat sich dann nach dem Trommelfilter nochmal eine Biotonne gesetzt, wo dann auch nochmal Helix reingekommen ist. Leider, leider ist das Ganze nicht optimal aufgestellt worden. Der Teich wurde von einem Teichbauer errichtet, der sicherlich sein Bestes gegeben hat. Aber nach dem heutigen Stand würde man das tatsächlich nicht mehr so machen. Man verschenkt ja auch einiges an Filtervolumen und hat einen enormen Stromverbrauch. Unter anderem auch durch diesen Eiweißabschäumer, der hinter der Bambusmatte verborgen ist. Auch da muss das Wasser sehr hoch gepumpt werden. Und der Stromverbrauch an diesem Teich, ja, der liegt nicht bei 200, 300, 400 Watt, sondern nochmal deutlich darüber. Der Futterautomat, der verbirgt sich hinter dieser Konstruktion. Da oben auf der Terrasse ist der Automat. Das Futter rutscht dann über ein Rohr in den Teich und damit Mäuse und andere Nager das Futter nicht klauen können, hat man nochmal diese transparente Scheibe davor gemacht. Ein Teichrücklauf kommt dann auch hier aus diesem Rohr und wird unter Wasser im Bereich der Belüftung zugeführt. Eine Reiherabwehr
gibt es hier auch, denn man hat ja auch mit diesen Kollegen leider zu tun. Man hat über die Gartenlaterne einige Schnüre gespannt, während man am Boden dann auch nochmal etwas installiert hat, und zwar diese Wasserwerfer, die dann mit Bewegungssensoren dafür sorgen, dass hier Wasser rausspritzt, um mögliche Angreifer vom Keuteich fernzuhalten, die natürlich leider auch für ganz derbe Verletzungen bei den Tieren sorgen können. Jetzt kommen noch mal ein paar schöne, ruhige Szenen. Ich habe wirklich lange Zeit hier vor Ort verbracht und hier gibt es wirklich so viel zu entdecken. Auch wunderschöne Koi, wunderschöne Deko und wirklich auch gleich mehrere Sitz- und Liegeplätze rund um diesen Koi-Teich. Man merkt richtig, wie viel Liebe hier auch im Detail steckt. Die Fische waren auch gut drauf, sehr ruhig, sehr entspannt. Aber mit der Wasserqualität ist man hier vor Ort noch nicht ganz zufrieden. Man hat es tatsächlich in Betracht gezogen, die ganze Filteranlage nochmal umzubauen, um auch die Umwälzung eventuell zu erhöhen, den Stromverbrauch zu reduzieren und hier nochmal mehr Wasserklarheit reinzubekommen. Schön entspannt, wie die Fische die Futterpellets aufnehmen. Man kann gut erkennen, dass wir hier auch qualitativ wirklich interessante Tiere im Teich haben. Man pflegt die Tiere übrigens schon etliche Jahre, ist also kein Beginnerteich, sondern hat auch schon ein bisschen Erfahrung, und vor Ort in den langen Gesprächen, die ich ja immer führe bei den Teichbesitzern, haben sich auch viele tolle Storys ergeben, was hier alles schon so passiert ist. Ich finde wirklich ein optisch sehr toller Teich mit viel Potenzial, das man wahrscheinlich auch in der Zukunft noch richtig ausnutzen wird. Wenn euch das gefallen hat, gebt mir ein Like für das Video, abonniert doch den Kanal, hier gibt es wirklich regelmäßig neue Videos rund um das Thema Koi, und damit möchte ich mich auch langsam verabschieden. Und wenn ihr Fragen habt, haut einen Kommentar unter das Video, ich werde mich zeitnah drum kümmern. Bis dahin Leute, ciao.